Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Erani, Astrologe und medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz. Und ich komme an einem sehr, sehr huschigen Morgen zu dir und möchte heute über Gefühle reden. Aber nicht nur irgendwelche Gefühle, sondern über toxische Positivität. Gerade in meiner Branche, also alles, was so Energetik und Esoterik streift, ist ja immer dieses Denk positiv und alles wird gut, ist ja sehr verbreitet. Und vielleicht kennst du selber die Leute, die mit einem chronischen Dauergrinser wie Hai herumlaufen und hüpfen und sagen, alles ist gut, man muss nur positiv denken, es hat alles einen Sinn. Und die haben anscheinend wirklich so schon etwas erkannt, wozu ich und vielleicht du auch noch nicht fähig bist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. In mir löst ja jemand, der immer so grinst und ja, das ist schön, ja, das ist wunderbar, ja, ich verstehe dich. Die dann immer so dir gegenüber sitzen, löst bei mir immer so ein bisschen eine Anspannung aus, um nicht zu sagen Wut. Und wenn du jemand bist, der permanent grinsend durchs Leben läuft und alles ist wunderschön und wunderbar und dann mit jemandem konfrontiert wirst, der wütend ist oder der vielleicht aggressiver wird, dann habe ich jetzt gleich vorneweg mal einen Tipp für dich. Und das ist auch weiterleitend. Das Leben gleicht sich immer aus. Und wenn du extrem einen Part lebst, nämlich nur dieses, alles ist positiv, alles ist wunderbar und grins und heilig und hoch, dann wird irgendwann einmal so die Aggression, die Wut, Angst, die Gefühle, die in dir stecken, die werden dann halt von außen zu dir kommen. Und dass du vielleicht nicht mehr so geliebt wirst, nicht mehr so angenommen wirst, wie du es dir vorstellst, dass es in der Familie irgendwelche Streitigkeiten oder Zwischenfälle gibt. Und das heißt einfach nur eines, nämlich, dass das Leben immer alle Pole abdecken möchte. Das heißt, es will ein Ausgleich in dieser Dualität erzeugt werden. Also nur glücklich, positiv, happy, das wird so nicht funktionieren. Und widerspricht auch irgendwo so diesem Lebensfluss. Und jetzt ist es ja auch so, ich erlebe es ja viel bei Klienten, die dann kommen, wenn es ihnen nicht gut geht. Die haben einen schweren Verlust, ein Trauma erlitten, sitzen irgendwo in der Trauer und fühlen sich dann machtlos. Die fühlen sich deshalb machtlos, weil sie das Gefühl gehabt haben zu scheitern, weil sie glauben, eigentlich müsste ich weiter sein, eigentlich sollte es mir besser gehen, eigentlich sollte ich glücklicher sein. Und das muss aber überhaupt nicht so sein, denn es gibt Zeiten des Lachens und es gibt Zeiten der Tränen. Und ich glaube, das Leben in der Vollendung bedient immer beide Pole. Das heißt, in jedem Anfang steckt ein Ende, in jedem Abschied steckt ein Neubeginn. Und wenn wir lernen, das Leben als eine Gesamtheit, als eine Fülle wahrzunehmen und nicht nur immer das Positive, uns die positiven Rosinen rauspicken wollen, dann glaube ich, haben wir schon einen großen Schritt zu einer permanenten Zufriedenheit geschafft. Ich bin nicht immer fröhlich oder leicht, aber ich bin zufrieden. Ich bin dankbar und ich bin auf einer tiefen Ebene glücklich. Genauso wie ich auf manchen Ebenen auch unglücklich sein kann. Und diese Gesamtheit gehört eigentlich dazu. Wenn du immer nur auf der Suche nach dem Positiven bist und immer nur nach Highs und das ist alles wunderschön und alles soll wunderschön und wunderbar sein, grenzt du einen großen, wesentlichen Teil aus, nämlich auch den Teil, der reifen und erwachsen möchte. Denn letzten Endes gehört Abschied, Trauer und eine gewisse ich nenne es jetzt mal Melancholie, zum Erwachsenwerden dazu. Ein Kind ist unbeschwert und glücklich und immer fröhlich. Ein Kind, das viele Erfahrungen noch nicht gemacht hat. Aber irgendwann einmal muss das Kind die Erfahrungen machen des Abschieds. Irgendwann stirbt vielleicht einmal die Großmutter, der Vater, die Mutter. Irgendwann gibt es Krankheiten, gibt es Unfälle. Und dann ist ja der Reifungsprozess folgender. Und ich finde den, der ist schön dargestellt
in diesem Pixar-Film, diesem Inside Out heißt er auf Englisch, Alles steht Kopf heißt er auf Deutsch, wo ja die Freude, eine der Protagonistinnen dieses Films, immer versucht, die Trauer auszugrenzen und sagen, mach ja nichts, weil das ist negativ, wenn was traurig ist. Und letzten Endes geht es dann so, dass zum Reiferwerden, zum Älterwerden eigentlich die Erfahrung gehört, dass schöne Erinnerungen, Erfahrungen, das heißt das Schöne, was du vielleicht mit deiner Großmutter geteilt hast oder was du vielleicht mit einer Partnerin oder einem Partner geteilt hast, irgendwann auch eine gewisse Trauer bekommt, wenn die Person stirbt, wenn eine Beziehung zerbricht, wenn ein Ortswechsel stattfindet, dann sind diese positiven Erfahrungen und Erinnerungen, die du liebst und warum du diese Person schätzt, kriegen einen melancholischen Touch. Und dadurch geschieht meines Erachtens nach etwas Wundervolles, nämlich es wird gesamt. Es findet ein Abschluss statt. Und dieser Abschluss, diese Reife, diese Erfahrung gehört zum Erwachsenensein dazu. Wenn also Leute glauben, sie machen jetzt eine Ausbildung bei mir, einen Kurs bei mir, dass alles glücklich ist, dass nur mehr alles happy ist, dann sind das die falschen Voraussetzungen. Denn es geht darum, erwachsen zu werden, reif zu sein, dankbar zu sein und eine tiefe Zufriedenheit zu spüren. Und aus dieser Zufriedenheit erwächst dann auch eine Sicherheit. Und das geht nur in einer Gesamtheit der Gefühle, in einer Gesamtpalette der Gefühle. In Ängstlichkeit, Wut, in Trauer, in Freude. All diese Wahrnehmungen, all diese Gefühle sind Teil des Lebens und machen das Leben letzten Endes zu dem, was es ist. Ein unglaubliches, reiches Geschenk. Einfach nur glücklich zu sein, andauernd in einer Höchststimmung zu sein, ist nicht natürlich. Und auch wenn ich versuche, immer die Lebensfreude, etwas Inspirierendes zu bringen, so ist es doch mir auch ein Anliegen, nichts auszugrenzen. Denn letzten Endes werden wir nur in der Gesamtheit zufrieden und glücklich. Und wenn es dir gelingt, in positive Erlebnisse, die dann einmal enden müssen, auch eine gewisse, unter Anführungszeichen, Melancholie reinzubringen. Schade, dass dieser wunderschöne Tag vorbei ist. Ein Kind, das weint, wenn es vom Rummelplatz heimgeht, vom Spielplatz heimgeht, weil das so ein erfüllter Tag war. Das gehört zum Erwachsenwerden dazu. Und wenn wir dann sagen, es war gut, aber es muss auch enden, auch das Gute muss enden, dann hast du einen wirklichen Schritt zur inneren Reife gemacht. Und dann hörst du auch auf, toxisch positiv zu sein. Und wenn du gleich versuchst, in dem größten Drama, na, das muss einen Sinn haben oder irgendwo einen Sinn, glaubst einen Sinn zu erkennen, dann kann ich dir auch sagen, es gibt manchmal Phasen, wo man nicht gleich einen Sinn sieht, wo es darum geht, wo es auch mir dann als Therapeut darum geht, zu sagen, schau mal, du hast schon so viel geschafft und du wirst auch diese Hürde meistern. Oder es ist absolut okay, wenn du mal traurig bist, wenn es dir mal nicht gut geht. Auch das geht vorüber. Und wenn du es schaffst, das Leben dann in dieser Gesamtheit zu erleben und zu erfahren, die Freude wie das Leiden, wie die Trauer, und offen bist für Neues, aber dieses Neue auch wieder gehen lassen kannst, dann ist dein Leben meines Erachtens nach unendlich erfüllt und unendlich reich und unendlich schön. Und ich wünsche dir diese Erfahrungen, ich wünsche dir diese positiven Eindrücke und auch die Erfahrung, wenn etwas sich schließt, wenn sich ein Kreis schließt, im Abschied nehmen, im Todesfall, wenn eine gewisse Schönheit in etwas drinnen war. Und gerade in der Zeit, in der wir jetzt sind, wo so vieles, was wir als unter Anführungszeichen normal erachtet haben, plötzlich mit Füßen getreten wird und herumgewurstelt wird und auf einmal ganz neue Sicherheitskonzepte und Werte auf einmal rauspoppen überall, dann geht es nicht darum zu sagen, ich bin jetzt immer glücklich. Aber das, was wir erlebt haben, diese Freiheit hat da jetzt teilweise ein Ende genommen,
Und das ist okay. Und jetzt darf dann was Neues kommen. Jetzt darf ein neuer Zyklus kommen. Und in dieser neuen Zeit, in dieser neuen Luftenergie, in dieser Luftepoche, auch astrologisch gesehen, kannst du dann eine neue Freude, einen Neubeginn schaffen. Aber nicht mehr zu diesem Alten zurückkehren wollen und an dem Alten haften. Denn dann würdest du irgendwann einmal feststecken. Und ich sage es ja immer wieder, Energie will letzten Endes fließen. Ja, das wäre es heute für mich. Jetzt, ich kann meine Ohren nicht mehr spüren und meine Füße nicht mehr spüren, aber es hat sich ausgezahlt, ein bisschen rauszugehen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Alles Gute, bis bald. Dein Oliver Ereny, medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz. Tschüss.